Katja, liebe Märchenfreunde, ganz egal, ob ihr Kinder seid oder Erwachsene, die Märchen lieben, diese Sammlung stammt aus dem wunderbaren deutschen Textarchiv. Die machen sich die Mühe und scannen alte Texte, sogenannte gemeinfreie Texte, ein. In diesem Fall, bei dieser Reihe von den Gebrüdern Grimm, da geht es vor allen Dingen jetzt bei den ersten Podcasts, die wir hier machen, um den ersten Band der Kinder- und Hausmärchen von Jakob Grimm und Wilhelm Grimm. Das ist, wie gesagt, der Band 1, erschienen 1812 in Berlin in der Realschulbuchhandlung. Das hört sich nach Buchhandlung an, sehr nach Buchhandlung an, ist aber auch ein Verlag, der sich sehr verdient gemacht hat um das Verlegen von Märchenbüchern, insbesondere der Grimmschen Märchensammlungen. Ja, und das erste Märchen ist gleich ultra bekannt, das kennt jeder. Da geht's um den Froschkönig und natürlich um den eisernen Heinrich. Das zweite Märchen ist Katz und Maus in Gesellschaft, das dritte Marienkind und dann geht's weiter mit Kegel- und Kartenspiel und dann kommt als fünftes schon ein sehr bekanntes, der Wolf und die sieben jungen Geißlein. Und so geht es munter weiter. Was vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt fast aus jedem Märchen raus ein geflügeltes Wort. Irgendein Sprichwort, zum Beispiel bei dem ersten Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Heinrich, der Wagen bricht. Dabei war es nur eins der eisernen Bänder, die der Heinrich um sein Herz gelegt hatte. Na gut, den Spruch kennt man jetzt heute nicht mehr so. Aber es gibt zu allen Märchen irgendein Sprichwort. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Wir, das ist die Sissi Sorglos und Lupus Fun oder auch der Markus.